Es ist immer wieder erschreckend, wie das hier aussieht und wie lange sowas dauern kann. Diese Worte von der eigentlich immer fröhlichen Amira Pocher gehen ans Herz. Und der Anblick, der sich uns hier bietet, ebenso. Rohre über Rohre, der blanke Estrich, Boden ohne Belag und metertiefe Löcher. Im Prinzip ein Rohbau. Kaum vorzustellen, dass im Frühling 2021 die vierköpfige Familie in diesem Haus noch gewohnt hat. Die Hochwasserkatastrophe trifft die in Köln lebenden Pochers wie auch 19 weitere Städte in Nordrhein-Westfalen enorm. Was bleibt, ist Verwüstung. Da verwundert es nicht, dass Amiras Stimme bei dem Anblick ihres zerstörten Hab und Gutes dünn wird. Ja, da unten war mal so einiges, aber auch hier oben, hier kann man komplett runter gucken. Strom, alles muss hier nochmal neu gelegt werden. Hier war mal eine Küche. Die Wände sind mittlerweile schon zu. Es geht also voran. Wenigstens ist die Renovierung in vollem Gange und auch Amira ist schon wieder zu Scherzen aufgelegt und verspürt ein bisschen Zuversicht. Ja, ich hoffe, bald kann ich hier wieder kommen. Das hoffen wir auch, liebe Amira.